Die ist noch nicht über den Berg, definitiv nicht. Hey, können wir uns auf dem Dach treffen? Hm, bei mir oben? Wahrscheinlich, ja. Klingt, als würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. Oh. Steph will mich auf dem Dach treffen. Okay. Ob es jetzt erotisch wird? Hm. Vielleicht stehe ich ja mehr auf Brian. Tja. Oh. Verantwortungsbewusst, wie wir eigentlich sind, wollten wir das Geschirr wegräumen. Hallo? Vielleicht hat sie eine Rose für mich. Vielleicht ist die Bachelorette. Steph ist unsere Bachelorette. Maybe. Vielleicht ist sie jetzt auch total nackig. Nee, sie ist... Nee, davon müssen wir uns verabschieden, von dem Gedanken. Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Was? Ist das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Alter, Steph, das ist so cool. Ich freue mich so für dich. Meld dich hin und wieder mal. Denkst du wirklich, du wirst mich so schnell los? Komm schon, Chen. Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Oh, wow. Oh, Berlin ist dabei. Du wählst. Greetings from the middle of the ocean. Salem, Ozean oder Berlin? Sie soll nach Berlin, nach Deutschland. Jawohl. Salem ist die Hexenstadt. Da bestimmt nicht. Du willst tatsächlich in die Hexenstadt? Hey, da war ich zuletzt mit dem American Truck Simulator. Und ohne Scheiß, Nesca, sind lauter dubiose Dinge passiert in Salem. Nein, Berlin. Berlin. Fuck yes! Bowie hat Heroes in Berlin aufgenommen. Und die Platte ist echt der Hammer. Wo werde ich dort leben? Offi, hello! Grüß dich. Ein großes Loft, ein besetztes Gebäude. Sie ist ja eher so ein besetztes Gebäudetyp, ja, würde ich sagen. Tag 1. Du triffst die krassesten Punks in Berlin. Und ihr wohnt in einem besetzten Haus. Kurz darauf buche ich Bands aus aller Welt, damit sie bei uns spielen. Und schon bald haben wir einen international bekannten Club. Das kriegt dann die Stadtverwaltung mit. Die Cops stürmen den Laden und räumen alles aus. Dann kaufen wir mit den Einnahmen ein paar Schisscontainer. Direkt am Fluss und eröffnen einen noch krasseren Club. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Na geil. Dann komm mit mir. Life Strange in Berlin, das wäre nice. Nach Berlin? Klar, warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an, oder? Ich weiß nicht. Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Hör mal. Ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Stimmt. Ich meine, ich mag dich.
wirklich sehr, Alex. Du bist mir echt krass wichtig. Ah. Küss mich. Küss mich, küss mich, küss mich. Sehr schön. Und Lycos, genug Erotik? Oh, ja, ne? Oh. Uiuiui. Oha, oha. Ausziehen, ausziehen. Das ist ein total schöner Moment. Ich habe auch so ein bisschen zu Steph tendiert. Beziehungsweise ich hätte mir gedacht, dass Alex... Du musst dich nicht entscheiden. Also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. In die Fields. Also, um jetzt die Entscheidung mal jetzt klar zu machen. Klar, Ryan ist auch super nett, super cool und war immer cool zu uns. Und ich weiß ja auch, dass wir mit dem hätten was anfangen können. Beziehungsweise da wäre sicherlich auch noch die Möglichkeit gewesen. Aber jetzt dieser Moment war gerade irgendwie... Der hatte was. Und ich glaube eh, dass Steph... Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Oh, schön. Jetzt ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem... Nach Typhon... Nach dir ist dann nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Steph ist super. Ja. Und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Hätte dein Bruder bestimmt gefallen. Ryan ist auch toll. Aber Ryan und Alex sind so gleich vom Charakter. Und ich mag das, wenn so Gegensätze sind. Und Steph ist ja total... Ja, wie soll man sagen, selbstsicher und auch frech. Komplettes Gegenteil von Alex. Ja, und so Gegensätze ziehen sich ja gerne mal an. Und ich habe sie ja eh bisexuell ausgelegt. Also wie Steph schon gefragt hatte, auf was ich so stehe, habe ich ja gesagt, nur bin zu beiden, fühle ich mich hingezogen. Und ja, von daher... Hast du recht, Lautsche, hätte ihm bestimmt gefallen, ja. Ach Gott, ey. Life is strange. Schafft es immer wieder, so eine ganz tolle Stimmung hinzubekommen. Ich weiß, ich kann das wahrscheinlich jetzt gerade abbrechen, ja. Aber das musste mal so sein, dass man das erklärt. Oh, sie hat den USB-Stock, Stick immer noch. Mal gucken, ob sie jetzt sich mit Pike trifft. Ah, schön. Ja, das wäre natürlich eine Sache mit Berlin, ne? Ich habe da ja eh so... Also Berlin ist ja auch... Da habe ich ja eh meine Freunde, also viele... Also, Alex. Was heißt viele? Einige Freunde... Hast du den USB-Stick? Hab ich.
Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Ja. Alex, mach's nicht kompliziert. Oha. Oha, was ist mit Pike los? Der ist ja mal richtig ernst drauf. Ja, hab ich. Ich weiß auch, dass Steph auch schon in Before the Storm zu sehen war. Bei Before the Storm. Bei Life is Strange 1 weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß, dass sie bei Before the Storm auf jeden Fall dabei schon war. Ah. Bin mal gespannt. Was ist denn jetzt los, gell? So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Bis jetzt ging's. Kaffee? Kaffee wäre super. Wie wär's mit einem Bier? Komm, aus Spaß. Vielleicht ein Bier? Dann halt nicht. Kann's probieren. Pike, warum bin ich hier? Mir vor wie auf der Anklagebank. Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Alter, what? Wovon redest du, verdammt? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Scheiße, ja. Weil er zum Tatbestand zugehört. Das musst du. Du führst doch eine Ermittlung wegen Typhon durch, oder? Alles, wonach du gesucht hast, ist auf dem Stick. Trotz meiner Bemühungen ist die Ermittlung abgeschlossen. What? Der Befehl ist heute gekommen. Alter. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Mhm. Tut mir leid, Alex. Typhon hat auch die Polizei in der Hand, ganz klar. Er hat ganz Haven Springs in der Hand. Ja, Bonk Voice, genau. Ich habe Beweise. Befehl von wem? Was heißt, der Befehl ist heute gekommen? Von wem? Ganz oben. Boss des Bosses des Bosses. Nicht mein Job, das zu wissen. Klar. Hör mal, was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen, die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Richtig, Vampires. Das hilft uns nicht gerade. Da stehst du noch eher auf der Anklagebank. Sollte keine Rolle spielen, ich verstehe. Ich hab dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane, zeig dich an. Wegen Cyberkriminalität. Diese... Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Scheiß auf Diane. Weißt du was? Scheiß auf Diane. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein Witz. Melosch. Danke dir für dein Follow. Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich hab mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Oha. Hey, wo kommt das jetzt her? Aber... Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen. War klar. War ja klar. Verschwiegenheitserklärung. Erhebt Typhon keine Anklage. Ja. Bedeutet das nicht, sie ist schuldig? Warum der Deal? Genau. Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike. Selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du sollst es tun. Nein. Niemals. Einen Scheiß mache ich.
Ja. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein. Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Dankeschön, Ovi. Komm schon, Pike. Vielen Dank für deinen Follow. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Alex, bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein! Nein! Alex, das ist kein Angebot, du hast keine ich Wahl. Ich sagte nein! Nein, ist keine Option! Doch! Mensch, Pike, was bist du nur für ein Waschlappen? Wovor hast du solche Angst? Oh, Typhon, die haben ihn auch in der Hand. Ah, schau's okay. Dir an. Nein, doch, nein, doch. Oh! Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Okay, lesen. Scheiße. Okay. Typhoon-Minengesellschaft, Verzichtserklärung. Die Typhoon-Minengesellschaft, hiernach bezeichnet als Entlaster, erklärt sich bereit, alle Anklagen gegen Alexandra Chen, hiernach bezeichnet als Entlastete, fallen zu lassen. Anklagepunkt, die fallen gelassen werden. Ein Anklagepunkt wegen Computerkriminalität gemäß bla 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 bla. Ein Anklagepunkt wegen Diebstahl gemäß CRS bla 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 bla. Im Austausch muss die Entlaster alle Bemühungen, den Entlaster zu diffamieren, zu beobachten oder ihm anderweitig zu schaden, unterlassen. Unterschrift der entlasteten Zeuge bla bla bla. Krass. Am Arsch die Waldfee. Was ist denn das jetzt? Typhoon Mining-Sicherheit, Bedrohungseinstufung, Person Chen Alexandra, feindliche Einstellungen gegenüber Typhoon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhoon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung, Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die vorausgesehene Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung ein. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Ey, die beobachten mich, ne? Ja, war ja klar. War ja klar. Computer sagt nein. Moment. Computer sagt nein. Richtig. Genau. Ach, übrigens, herzlich willkommen an die neuen zu... Genau. Anfang vom Jahr haben wir ja auch hier gespielt. Deswegen, ich liebe ja so Games. Ja. War mal wieder Zeit. Ich weiß, Laikos, war mal wieder Zeit. Musste springen. So, okay, krass. Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Hä? Das Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen. Eine Armee aus Anwälten und wer weiß, wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Ich hatte auf Gerechtigkeit gehofft. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Und das heißt jetzt, dass er einfach... Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen, wie Gabe. Nee. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann... Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Ja. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Ja. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Ja.
Nein, wir unterschreiben gar nichts. Nein, dann hätten sie gewonnen. Nein, nein, nein. Also, da brauche ich auch gar nicht zu fragen. Normalerweise würde ich euch jetzt fragen, aber ich glaube, ihr seid mit mir auf der gleichen Seite. Wir werden definitiv nicht Typhons, was? Affidavit unterschreiben. Werden wir definitiv nicht. Wir riskieren und nehmen Pikes Angst. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Dankeschön für dein Follow, Gabe, Dragon. Mac, Alex, ich sag einfach Dragon. Er ist als nächstes dran. Scheiße, scheiße, scheiße. Zieh einfach den Kopf ein, Idiot. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Es stimmt nicht. Hallihallo. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Sollte Püppi helfen, egal was passiert, genau. Hab Mut. Für Gabe. Wenn nicht für mich, dann für Gabe. Bitte. Ja, ich verstehe deine Entscheidung, Offi. Fuck. Aber aufgeben ist keine Option. Ich denk darüber nach. Danke. Komm jetzt, hau ab. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Okay. Ja, genau. Dann siehst du mal, wie es jetzt anders ausgeht. Richtig.